Ja, willkommen in der kleinen Kellerwerkstatt zu einem neuen Video. Ihr habt vielleicht letzte Woche mitbekommen, dass ich dieses Teil hier gebaut habe. Das ist ein Untergestell für ein Babybett. Und ja, das ist mir vollends komplett misslungen. Ich habe das hier aus Leimholz gebaut. Wer mein letztes Video gesehen hat, ich verlinke euch das hier oben. Wer mein letztes Video gesehen hat, oder da oben ist es, ich weiß es gar nicht, ja, hier ist es mir, das ist mir hier auseinandergebrochen. Ich habe es dann wieder provisorisch geleimt, aber letztendlich hat dieses Teil, das ich hier gebaut habe, nicht die Stabilität, die es haben soll. Deswegen baue ich das neu. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Ich habe hier noch Reststücke von der Platte. Und ich werde die jetzt einfach in Längsrichtung aufschneiden. Ich denke mal 30 mm breit, muss ich da nochmal messen. 30 mm breite Streifen schneide ich mir in Längsrichtung. Die sind ja an sich tragfähig. Und daraus baue ich mir dann eine winklige Konstruktion, die nicht abgerundet ist. Und das müsste dann eigentlich reichen. Okay, dann gehen wir es an. Jetzt ist mir leider meine Tonaufnahme abhandengekommen. Ich habe vergessen, das Mikrofon einzuschalten. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal so kommentieren. Ich habe hier meine Tischkreissäge vorbereitet und den digitalen Queranschlag auf 45 Grad eingestellt. Das geht ja hier bei mir recht elegant mit dem Anschlagwinkel, dem Schiebetisch. Ja, und der Einstellbarkeit des Queranschlags lässt sich 45 Grad sehr gut und einfach einstellen. Ich habe jetzt aus der Platte 30 mm breite Hölzer gesägt in Faserrichtung, in Maserungsrichtung und die so zusammengelegt, wie ich sie dann auch verleimen möchte, also an den Ecken schräg, sodass praktisch jedes Hölzchen jetzt in Faserrichtung Last aufnehmen kann. Und als Verbindungsform möchte ich an den Ecken Überblattungen herstellen. Eine Ecke hier, die vordere Ecke, die habe ich schon fertig gemacht, damit man sehen kann, wie es nachher aussehen soll. Und die nächste Ecke, die Überblattung der nächsten Ecke, will ich euch zeigen, wie ich das mit der Tischkreissäge herstelle. Da die einzelnen Leisten ja an den Enden schon auf 45 Grad abgeschnitten sind, nehme ich mir die Leisten einfach und suche mir dann eine Ecke aus und lege dann die Flachstücke einfach auf den Tisch und kann dann die Schräge, die abgeschnitten wird, für die Überblattung anzeichnen. Wie gesagt, die Überblattung wird an der Tischkreissäge gesägt. Das sind ja Ausschnitte, die man praktisch aus diesen Hölzern macht. Besonders ist hierbei, dass es ja unter 45 Grad sein soll. Ich habe das Sägeblatt jetzt in der Tiefe auf die Hälfte der Dicke eingestellt, der Hölzer. Und unten kann man sehen, dass ich da so ein kleines Holzdreieck liegen habe. Diese Holzdreiecke, die habe ich mir mal gemacht. Und finde die also genial. Die kann man also wunderbar gebrauchen. Ihr werdet das jetzt gleich erkennen. Also ein Überblattungsschnitt muss natürlich nachbearbeitet werden.
Der Sägeschnitt ist nicht so ganz glatt im Grund. Also der Grund muss im Prinzip nachgearbeitet werden. So einen Grundhobel besitze ich nicht. Ich mache das mit einem Stechbeitel und Schmirgelpapier. Jetzt kommt die zweite Seite für die Überblattung. Man sieht, dass hier das Hölzchen etwas länger ist, dass dort schräg geschnitten werden muss. Deswegen habe ich zwei Winkelklötzchen angelegt, von denen ich übrigens 6 Stück gemacht habe. Sehr praktisch, die Dinger. Und ja, das läuft ja jetzt im Schnelldurchlauf und dann schauen wir weiter. So, von einem Rahmen sind die Überblattungen fertig gesägt und zurechtgearbeitet. Die können jetzt direkt verleimt werden. Ihr könnt sicherlich hier auf dem Tisch sehen, dass dort kleine Löchlein mitten in den Überblattungen drin sind. Die habe ich schon mal vorgebohrt, weil ich nach dem Leimen diese Überblattungen mit Schräubchen fixieren möchte, die dann später wieder entfernt werden. Nur damit jetzt die Überblattung an sich sauber zusammensitzt und das Ganze nicht verrutscht. Ihr habt sicherlich gesehen, dass ich mir die Kontur von diesem Rahmen genau auf meine Arbeitsplatte aufgezeichnet habe in Bleistift, um sie gleich auflegen zu können und die Winkligkeit so leichter feststellen zu können. Nachdem ich die Ecken, also die Überblattungen, nochmal mit Zwingen, mit Einhandzwingen gesichert habe und ein bisschen verspannt habe, versuche ich jetzt den Rahmen über meine Kontur zu legen. Dazu nutze ich dann diesen kleinen Winkel, der dann genau anzeigt, ob der Rahmen denn auch wirklich drüber liegt und entsprechend winklig ist. Die neuen Rahmenteile sind fertig, abgebunden. Ich kann jetzt hier die provisorischen Schrauben rausnehmen und setze dann an diesen Stellen, wo die Überblattungen drin sind. Da setze ich Dübel rein, Holzdübel. So, die Holzdübel werden abgesägt. Eine richtige Ryoba-Säge habe ich nicht, aber die Japan-Säge wird es auch tun. Schleifen ist angesagt, alles schön glatt machen. Ich mache es direkt mit dem Rotex, nicht mehr mit dem Bandschleifer. Das müsste eigentlich gehen, das ist so schon ziemlich glatt. Aber Ohrenschützer, Maske und der Record Power Luftfilter läuft schon. Rahmenteile sind geschliffen, die Bohrungen sind angezeichnet und gekörnt, also die Stellen, wo gebohrt werden soll, wo die Stäbe rein sollen, sind gekörnt und angerissen. Alles ist miteinander verzwingt und ich werde die
hier jetzt erst einmal 2 mm Bohrungen reinsetzen, auch in das untere Holz hinein, damit ich sicher bin, dass die wirklich übereinander stehen und da schon mal keine Verspannungen entstehen. Alle Löcher gebohrt. Jetzt die Stäbchen habe ich auch schon wieder gesehen. Hier, oder hier die Stäbchen da will runter. Den muss ich noch ein bisschen verjüngen vorne. Denn 20 mm Außendurchmesser und 20 mm Forstner Bohrer ist eine Presspassung. Da haut mir das Ding wieder auseinander. Das heißt, ich werde den ganz klein bisschen anschleifen noch. Ja, und dann geht's weiter. Alles ist geschliffen, dünner gemacht und jetzt kann es verleimt werden. Das Übereinanderbringen dieser Pfosten hier, das war schon gar nicht so einfach. Da habe ich dann doch die stärkeren Zwingen nochmal gebraucht. Die einfachen Zwingen hier, die haben nicht viel Spannkraft. Aber jetzt, um sozusagen den Ist-Zustand zu fixieren, dafür reichen die. Ich habe jetzt hier überall nochmal vertikal gemessen, wie weit das ist. Und daran kann man ja feststellen, ob alle Stäbe richtig drin sind. Das ist es. So, jetzt kann das abbinden und morgen wird dann noch ein bisschen Feinschliff gemacht, die Leimreste entfernt, dann wird das noch geölt und dann ist es fertig. So viel ist da eigentlich gar nicht. Ich hoffe mal, dass die eingezogenen Kleberreste nicht das Bild beim Ölen verändern. Schauen wir mal. Ich habe mir hier schon mal einen Pappdeckel untergelegt, um die Werkbank nicht vollends zu versauen. Und jetzt wird geölt mit Leinöl. So.
So, nachdem das eingeölt worden ist und ein bisschen eingezogen hat, wische ich die überständigen, über das draufstehende Öl weg. Soll man ja so machen. Soll einziehen und dann wird das zu viel an Öl wieder weggewischt. Ich habe jetzt ein einfaches Leinölfirnis genommen, da gibt es ja die größten Unterschiede, auch was den Preis angeht. Und ja, ich habe hier was gefunden, was nicht so teuer ist. Ich kann euch das mal verlinken unten. Ich glaube 5 Liter für 20 Euro oder so. Da kann man, glaube ich, nichts sagen, wenn man das teure Zeug nimmt. Da ist man also deutlich mehr Geld los. Das war's. Jetzt lassen wir es weiter abbinden oder nicht abbinden, sondern einziehen und dann eintrocknen. Man soll Lappen und so weiter nicht hier im Keller belassen. Das kann zu Brand führen. Das soll man an einer Stelle lagern, wo es nicht dazu kommen kann, also draußen zum Beispiel, damit das schön, weil das erwärmt sich beim Abbinden dieses Leinöl und ja. Das soll man sehr vorsichtig mit sein. Mache ich auch. Und ich stelle auch das ganze Teil dann hier aus der Kellerwerkstatt raus, sondern und stelle es in die Garage, wo ein bisschen mehr Luft vielleicht noch ist. Ja. Wenn es fertig ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, das Öl ist mittlerweile eingezogen. Vielleicht noch nicht ganz abgebunden. Es kann sein, dass es riecht auch noch ein bisschen. Das dauert schon 2-3 Tage, ehe der Geruch weg ist. Aber es ist, finde ich, ganz schön geworden. Vor allen Dingen die Schnittstellen hier. Ich habe es mal ein wenig rausgezoomt und man kann dann hier an den Ecken, da wo die Dübel sitzen, sehr schön sehen, wie das Hirnholz praktisch etwas dunkler erscheint. Und das sieht dann schon sehr gut aus, finde ich, wenn das eingeölt ist. Das macht dann schon, erhebt also den Charakter des Ganzen nochmal besonders. So, jetzt wenn wir das Unterteil mal mit dem eigentlichen Bettchen verbinden. Ich habe ja hier schon Schraublöcher vorgesehen. Wird das jetzt verschrauben? Und dann schauen wir mal. So, habe das natürlich vorgebohrt. Es ist zusammengebaut. Das Bett passt gut, finde ich. Wackelt nicht. Und wenn man mal so guckt, hier so rumguckt, okay, hier sind jetzt keine Rundungen, sondern das ist eckig, aber finde ich immer noch in Ordnung, akzeptabel finde ich das und vor allem es ist total stabil, da wackelt nichts. Ja, damit ist das Projekt fertig, die Erhöhung des Beistellbettchens ist fertig, der Unterschied ist glaube ich schon deutlich geworden. Für diejenigen, die das jetzt als erstes sehen, es gibt da ein weiteres Video, das hier vorgelaufen ist, ich verlinke euch das mal da oben, wo es einen Verfehlversuch gab und es hat sich einiges in der Art und Weise, wie ich es gefertigt habe, verändert. Ich finde, es ist gut gelungen, es ist vor allen Dingen sehr stabil. Ja, und würde mich dann natürlich über ein Abo von euch freuen. Ihr wisst, dass Abos nichts kosten bei YouTube. Ihr werdet, wenn ihr die Glocke betätigt, auch noch benachrichtigt, wenn ich was Neues einstelle. Also bitte ich euch um ein Like, ein Abo und eine Glocke. Okay, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.